Ablehnung im Dual-Seelen-Beziehung, im Dual-Seelen-Prozess. Also ich habe wirklich die Erfahrungen gemacht mit Aufstellungsarbeit, mit Dual-Seelen-Seminare, die ich für euch anbiete. Mehrmals habe ich die Erfahrung gemacht oder wiederholt leider die Erfahrung gemacht, dass die Ablehnung, was zwischen den beiden Dualen stattfindet, dass die zum Teil eine manipulative Natur hat, ein manipulativer Ursprung. Und diese Manipulation muss raus. Solange diese Manipulation vorhanden ist, wird ja Ablehnung ausgelebt oder sie wird immer wieder ausgelebt, aber es gibt keine endgültige Ruhe und es gibt keine feste Beziehung. Höchstens kann daraus ein Ping-Pong-Spiel entstehen. Mal ist die Ablehnung stark, dann gibt es überhaupt keinen Kontakt. Vielleicht gibt es eine Blockade. Du bist gesperrt im WhatsApp, Facebook und so weiter. Dann ist die Ablehnung etwas schwach. Dann kommt es zu Kontakt. Und dann gibt es wieder Bumm. Ich bin schon wieder blockiert. Wieder kein Kontakt. Viele Dualseelenbeziehungen werden vom Außen manipuliert. Wichtig ist, dass du diese Manipulation für dich auflöst. Und die musst du richtig auflösen. Mit Räuchern und mit Gebete alleine schaffst du das nicht. Du musst etwas mehr machen. Es benötigt wirklich eine professionelle Hilfe von einer Person, die sich in diesem Gebiet gut auskennt und die auch diese Kraft dazu hat. Weil derjenige, der eine Manipulation auflöst, muss ja kraftvoller sein als die Manipulation selbst. Muss er kraftvoller sein als derjenige, der diese Manipulation gemacht hat. Und das bist du in diesem Fall absolut nicht, weil du bist betroffen. Du bist betroffen, du bist nicht frei, du bist nicht neutral. Es wirkt in dir. Egal wie viel Kraft du hast, vielleicht bist du ganz kraftvolle Person oder eine alte kraftvolle Seele, spielt keine Rolle. Sobald du betroffen bist, kannst du dir selber nicht mehr helfen. Außer du brauchst jemanden, der dir dabei hilft. Befreie dich von diesen Manipulationen. Fast alle Dualseelenbeziehungen werden manipuliert. Und es gibt einen Grund und eine bestimmte Absicht dahinter. Warum das so ist, das musst du aber nicht unbedingt wissen. Für dich ist wichtig, dass du aus dieser Manipulation rauskommst. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich bei mir melden. Bis zum nächsten Mal.